Und außerdem warst du ja nicht da, du bist ja reingekommen und dann. Dann. Da hatte sie die So. Heizdecke schon an, da hat sie schon gefroren. Aber sie hat mich auch nicht einmal gefragt nach Zusammenknuddeln. Na gut, das ist ein bisschen blöd. Aber eigentlich fragen Frauen sowas auch nicht. Sie wollen, dass du das spürst, Es ist dass sie gerne sowas kuscheln. Dummes. Es ist so eine dumme Ausrede. Seegurke gibt es jetzt im Sommer und im Winter. Die Super-Seegurke. Also wirklich so Im von wegen, Ozean. wir fragen das nicht, das müsst ihr wissen. Das ist das Schlimmste. Oh, heute ist das Luau, ne? Also die Suppe. Ja. Was machen wir da Ich jetzt würde rein? auch sagen, Milch? wir machen den letzten die Milch, ja. Die Supermilch. Ich nehm hier die Iridiummilch. Macht Nehmt ihr es. was anderes? Apropos Irv, was ist los, Rico, mit Irv? Wieso Müssen nimmst du erstmal die? Nee, ernten. wenn, dann nehme ich auch die Iridiummilch. So geht's ja nicht. Nimm sie auch, wir können nur alle drei Milch reinkippen. Schmeckt so extra gut, ja. Ich stelle mich schon hier an die Seite. Sagt ihr dann, wenn ihr Wann runtergeht? fängt denn das an? 9 9 Uhr Uhr, müsste das 9 bis wieder. 14, glaube ich. Ja. Ich muss aber noch ernten hier unten, ihr könnt mal mitmachen, bitte. Ich muss jetzt erstmal Platz machen hier. Ich habe nämlich keinen Platz mehr. Und die Tiere muss ich auch noch machen. Ach so, das ist das Skin, wofür du deine blauen Essenzen sparst. Ja, 150.000 blaue Essenzen. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß. Michelle. Das ist sowas, was ich nicht tun würde, das Zusammensparen. Glaube ich. Einfach immer ewig brauche, um meine Sachen auszusortieren. Bin da So irgendwie ist sehr das. Frauen langsam. und Aussortieren ist leider meiner Erfahrung nach auch nicht so wahnsinnig einfach. Das stimmt. Das ist gar nicht sexistisch gemeint an der Stelle, sondern das ist einfach nicht so. Die machen das nicht so wie Männer, die sagen: Okay, das hatte ich jetzt nicht an, das fliegt weg. Das stimmt, aber nicht Männer machen das auch nicht. Okay, ich mache das so, dass ich mir Sachen angucke und mir überlege: Das hat's jetzt die letzten 6 Monate nicht an oder letztes Jahr, das fliegt weg. Das Das ist ist auch meine sehr Technik. vernünftig. Also zum Weil, Beispiel wenn. mein Bruder, der hat immer noch sein Spielzeug und den Kram bei meinen Eltern auf dem Okay, Dachboden. Spielzeug ist was anderes. Davon habe ich nicht geredet, ich habe von Klamotten geredet. Ach so. Klamotten habe ich jetzt hier, mache ich es jetzt so, dass ich meine Klamotten mit dem Bügel falsch rum in den Schrank hänge und wenn sie nach einem Jahr noch falsch rum drin hängen, dann hatte ich sie ein Jahr lang nicht an und dann fliegen sie raus. Dann musst du dir aber auch merken, wann du das falsch rum reingehängt hast. Ja, oh, das ist ja nicht schlimm, ich mache das jetzt immer zur gleichen Zeit. Ich bin ja schon im zweiten oder dritten Jahr, wo ich das so mache. Ach so. Außer ich verbinde tatsächlich Emotionalität mit manchen Klamotten. So, schmeißen jetzt alle Iridiummilch da neu. Nee, so viel Milch brauche Moment. ich gar nicht. Da man jetzt die ganzen Chromas für was kaufen konnte? Für BE? Was ist denn BE? Das müssen wir kurz hochscrollen, was Mitchell da geschrieben hat. Perfekte Superwelt braucht ihr Gemüse, Obst, Tierprodukte in Gold oder Iridiumwert. Wir haben doch auch Gemüse in Goldwert, oder? Haben wir doch was aufgehoben. Naja. Zum Beispiel kann ich Rotkohl reintun. Ich nehme Rotkohl dafür. Ich bleib erst bei Goldrotkohl. der Milch. Ja, ich habe oh immer Milch, da schaffe ich die Milch weg und hol was anderes. Könnt ihr doch machen, ist doch egal. Zweimal Das ist eh Milch. unabhängig voneinander. Ja, würde ich auch sagen. Das hat Ja, nicht dann so. kannst du ja auch Iridium Milch reinhauen. Ich nehme den Rotkohl. So, Huch. wir müssen zum Dingens. Ich habe die Zum Tiere noch nicht Strand. fertig. Ach, Lumi. Bis wann geht denn das? Habe ich noch Zeit? 14 Uhr, 3 Stunden hast du noch. Ja, und Felix hat gestern die Tiere nicht gemacht. Mein Gott. Deswegen muss ich jetzt hier doppelt so viel ernten gerade. Ach so, wenn man den ganzen Chromas für blaue Essenzen kaufen konnte, sind die wieder weg. Was für Chromas hast du denn gekauft? Und warum? Und hä? Muss ich gleich Lumi erklären, was ein Chroma ist? Ich weiß gar nicht, was ein Chroma ist. Ja, Was eben. ist denn ein Chroma? Chroma, es gibt bei League of Legends Skins und da gibt es Chroma-Varianten, das sind einfach nur andere Farben. Dachte, es geht um Stardew. Nee. Geht um Ich andere komme schon. Farbsets bei League of Legends. Ich komme schon. Na, endlich. Mir geht gerade die Lua-Musik los. Oder zumindest generell Musik, die der Strand anhört. Wo ist unser Pferd eigentlich abgeblieben? Oder Felix bestimmt. Nee. Ja, mein Tipp. Ach, ihr geht So. jetzt schon rüber, oder was? Joa. Oh, ich habe noch was zum Aufsammeln hier zwischendurch. Bin schon Also gib mal da. jetzt zweimal Milch und immer was anderes rein. Warte Jo. mal, wo ist denn das? Das Am unten, gell? Strand. Ach, verdammt. Was, am Strand?
Das Luau ist am Strand. Das ist doch das Strandfestival. Das hört sich doch schon so nach Karibik an. Bin ja schon unterwegs. So. Also, ich weiß nicht, Chroma-Skins sind für mich irgendwie meistens, sehen nicht mehr hübsch aus. Es gibt ein paar Farbzusammenstellungen, die hübsch sind, aber meistens der Skin... Miukai? Moment, Maokai. Felix, wo bleibst du? Bin unterwegs. Bimo ist zum Beispiel sowas, das ich nicht verstehe. Warum hat ein Skin, der ein Bienenthema hat, andere Farbvarianten, die teilweise blau-grün sind? Also, das war... Wo ist Felix? Aber der Irv ist so knuffig. Oh, Haley ist mir noch hier in... Tja, wenn man ihr so viel Quatsch schenkt. Sehr schön. So, auf dann geht's. Fang an. Ich fang an? Okay. Ich bin spät aufgewacht, hab das Haus verlassen und mich mitten in diesem Tumult wiedergefunden. Wie geht es mit dem Hof voran? Muss ja eine anstrengende Jahreszeit für dich sein. Sag noch was. Was? Bei mir nicht. Ich hab vergessen, dass heute das Luau ist. Und was auch immer Linus gerade röstet, es riecht furchtbar gut. Ich frage mich, ob Maru auch ein wenig Sonnencreme auf ihren Schultern gebrauchen könnte. Juhu, da wird gebackert. Linus? Ein langsames, durchgängiges Drehen ist der Schlüssel für das perfekte Rösten. Boah, jetzt so ein Spanferkel, ey. Gouverneur, wen interessiert's? Der sagt noch was. Warum sollte ich mich um irgendeinen alten Typen kümmern? Wir halten dieses Fest jedes Jahr, um dem Gouverneur einen Geschmack von allem zu geben, was dieses Tal zu bieten hat. Bürgermeister Louis hofft, dass wir uns damit mit dem Gouverneur gutstellen können. Deshalb ist er auch so nervös darüber, wie die Suppe schmeckt. Ach, das ist der Katzen-Maokai-Skin. Ich werde bei den Bäumen hier bleiben. Die Luft ist viel kühler. Ich bin Batman! Ich bin voll, aber was kann man außer Essen sonst noch so tun? Das ist mein Spirit-Animal. Essen und Schlafen. Ich hoffe, die Suppe dieses Jahr ist gut. Gut, dich hier zu sehen. Wow. Mehr nett? Nee. Vielleicht gestaltet der Gouverneur mir eine... Steuererleichterung, wenn ich mich mit ihm gut stelle. Ich frage mich, ob er Whisky mag. Wenn der Bürgermeister jetzt nur noch aufhören würde, ihn den ganzen Nachmittag in Beschlag zu nehmen. Ich werde frisches Gemüse aus meinem Garten in den Suppentopf geben. Kostenloses Buffet. Einer der Vorteile daran, hier zu leben. Genieß es, Kind. Wenn du etwas für die Suppe mitgebracht hast, nimm die Treppe auf der anderen Seite und wirf es hinein. Diese lästigen Sandfliegen landen dauernd auf meinem Essen. Hast du hier Shane schon? Nö. Wow, in der Stadt bekommst du nirgends einen Pfefferoni-Schatten wie dieses. Schatz! Welche Stimme hättest du jetzt gern für ihn? Keine Ahnung, was Nettes, Männliches. Soll ich? Mach mal du, Felix. Mach mal Felix. Komm mal her, sprich du ihn mal. Einmal hat Sam ein halbes Kilo Sardellen in die Überraschungssuppe gekommen. Das war's. So, Felix ist jetzt die Sebastian-Stimme. Jetzt hast du deinen Salat. Nein. Perfektes Nein. Wetter für eine Strandparty, nicht? Ich würde tanzen, aber ich will nicht schwitzen. Wenn wir haben hier unten auf dem Steg, habe ich noch Abigail. Ja,
Ja, sehr gut. Was sagt sie denn? Weiß ich nicht. Es ist anstrengend, mit anderen zu reden. Ich beobachte lieber das Meer. Bei mir ist was anderes. Lasst euch nicht von mir abhalten. Ich will einfach nur alleine das Meer beobachten. Du siehst gleich in Grün, ne? Wen zuerst? Wie du möchtest. Das ist ermüdend, Liebling. Bist du bald bereit, das Buffet aufzusuchen? Der Stickheuch. Du bist auf meinen Fuß gestiegen, Schatz. Jetzt kommt sie in ihrem Trance-Zustand. Vincent ist kein guter Tänzer. Bei mir hat er dann gesagt, mir ist langweilig. Hier unten ist noch der Zauberer, ne? Okay, machen wir auch gleich noch. Und hier oben haben wir noch die Alten. Diese Musik, sie ist viel zu laut. Kann ich nicht ein wenig Ruhe und Frieden haben und den Ozean genießen? Ah, der Geruch des Ozeans trägt mich Jahre zurück. Lange bevor du geboren wurdest. So, wo? Ach, hier ja, ganz unten links, ne? Nee, ist echt niederschmetternd. Ganz unten links ist der Zauberer noch. Die Meermenschen sind an euren Festtönen interessiert. Sie werden ziemlich sauer, wenn ihr Müll in den Ozean werft. So, ich glaube, dann haben wir das auch, oder? Ich habe mein Essen auch schon reingetan. Ich auch. Felix? Sehr gut. Dann mit dem Bürgermeister reden, ne? Du. Mit dem Gouverneur. Captain befiehlt. So, ich? Achso, den Gouverneur kann ich noch machen, ja. Was für ein zückender Anlass. Es ist immer eine Freude, das Sternentautal zu besuchen. Ich muss mit meiner Gattin reden, ob wir hier ein Ferienhaus erwerben sollten. Hi. What? Okay. Go for it. Mach dich zurecht. Der Gouverneur ist für seinen jährlichen Besuch hier. Wenn du etwas für die Überraschungssuppe hast, dann wirf es auf jeden Fall in den Kessel. Ich bin dann. Du musst sagen, dass du... Also musst du nicht mit ihm reden, dass wir fertig sind? Weiß nicht. Kannst du nichts mit dem sagen? Nein. Der Gouverneur will denken. Ja, lass uns anfangen. Jetzt glaube ich auf der Stelle. Jetzt mache ich einen Moonwalk. Also Leute, es ist mal wieder Zeit für die Überraschungszeremonie. Ich vertraue darauf, dass ihr dieses Jahr alle qualitativ hochwertige Zutaten in den Topf geworfen habt. Wir wollen nicht, dass der Gouverneur seinen Besuch im Tal bereut. Also Gouverneur, würden Sie uns die Ehre erweisen, die Suppe zu probieren? Natürlich, ich habe mich schon das ganze Jahr darauf gefreut. Ach du meine Güte, das ist die beste Suppe, die ich je probiert habe. Sie haben recht, sie schmeckt richtig lecker. Wundervolle Arbeit alle miteinander. Wer will mal probieren? Der Gouverneur hat nicht übertrieben. Die Suppe ist nicht von dieser Welt. Zeit nach Hause zu gehen. Toll. Wow. Kriegt man dafür jetzt irgendwas? Nö. Nee. Nicht. Wow. Und da habt ihr so einen Panik geschoben letztes Jahr. Und das Pferd steht unten noch immer unten am Strand. Jetzt geht's mal holen. Wird bestimmt geklaut jetzt. Wer braucht da eigentlich jetzt den Aprikose? Wer braucht denn den blöden... Hä? Ja? Achso, Demetrius braucht den Kugelfisch. Sprich dich ruhig aus, der ist jetzt auch nicht mehr erreichbar, oder? Ist schon klar, da muss ich halt... Aber muss nächstes Mal zu Demetrius da runter sprinten.
Aber das die würde ich Frage. Sagen, machen wir dann das nächste Mal. Ah, die Frage. Mitchell sagt, 120 Friendship-Punkten bei allen bringt's. Kann man also aber, wenn Mitchell so viel weiß, kann man dann, wo ist denn das Pferd hin? Aufgegessen. Hm. Das war mit in der Suppe. Es kam Lasagne dazu. Boah, Leute. Kann man eigentlich Minuspunkte kriegen? Ja, Freundschaft? Schon, oder? Oder nicht? Damit also Mitchell hat die Ahnung. Sagt klar, wenn dich jemand zum Beispiel beim Dingens durchwühlen erwischt, kriegst du Abzug. Nee, also er meinte, glaube ich, bei der Suppe. Ach so. Nee, ich mein, Haley, sonst habe ich ja jedes Mal diese scheiß Animation. Ja, wenn die so ein Grisselding über dem Kopf hat und das richtig scheiße findet, dann kriegst du Minuspunkte. So. Dann kriegt Haley jetzt immer Leben von mir. Hat sie da so ein Kräuselding über dem Kopf gehabt? Ich finde unser Pferd nicht mehr. Ich hoffe, das ist im nächsten Morgen wieder da. Wir werden es rausfinden. Mhm. Jetzt war dieses Ereignis. Ja, ist ja okay. Ist ja okay. Du konntest mich hosten, weil ich gehe nämlich nicht. Dann hoste ich dich. Du musst mich aber auch nicht hosten. Du kannst auch gerne jemand anderen hosten. Nee, jetzt hast du es eingefordert. Jetzt bin ich verpflichtet. Ich hab's vorgeschlagen. Jetzt gucken wir erstmal noch, ob das Pferd da ist, bitte. Das Pferd wurde zu Lasagne, hat Xeli auch geschrieben. Jetzt bin ich erst reingekommen. Ich habe halt gerade noch meine Chatbox geändert. Weil ich habe heute eingestellt, dass die Chatbox dauerhaft anzeigt, aber ich bin nicht, weiß nicht, ob ich glücklich bin. Also, dass dauerhaft bei der Chat zu sehen ist. Ja, Schu, ich war bei dir im Stream, du fluchst zu viel. Ist einfach so. Ah, hey, Ben, ja, jetzt du gehst in die Wildnis. Ich hab dir das besorgt. Ich hab eine Bombe gekriegt von ihr. What? Von alles wem klar. denn jetzt? Von meiner Frau natürlich. Achso, und ich habe eine Sequenz. Ja, genau. Jetzt habe ich auch eine Sequenz. Guten Morgen, liebe Lumida. Ja, das passt. Dann bin ich Sven. Hä? Ja, ich bin vorbeigekommen, um dich um einen Gefallen zu bitten, weil wir doch so gute Nachbarn sind. Ich möchte meine Ziegen dazu bringen, Hallo zu sagen. Aber sie ignorieren mich einfach, wenn ich ihnen nicht ihren liebsten Leckerbissen habe, nämlich Höhlenkarotten. Und da ich Angst vor den Minen habe, ich dachte, könntest du mir vielleicht eine Höhlenkarotte mitbringen, falls du die Zeit findest. Kein Stress, aber wenn du eine findest, komm einfach vorbei zu meinem Haus zwischen 9 und 17 Uhr. Du würdest mich damit echt retten. Tschüss! Darf ich vielleicht auch noch was sagen? Wir haben doch 10 Stück davon. Weiß nicht, ob Felix mit ihr befreundet ist tatsächlich. What? 14 haben wir. Was ist denn jetzt gemacht? Aus Versehen das Ding abgebaut, das wollte ich gar nicht. Sehr gut. So, da bin ich wieder. Willkommen zurück, Felix. Code steht bei Ben. Die eigenen Dudes sind immer scheiße. Daran muss man sich gewöhnen bei Dodo und so spielen. Oder Hotz, was du gespielt hast. Aber bei Hotz sind sie doch gar nicht kacke, das geht doch voll klar. Keine Ahnung, Blumenkohl? Ich glaube, im Ober sind immer alle anderen scheiße. Das ist eine Grundregel. Ich glaube, bei uns gibt's morgen Blumenkohlsaft. Blumenkohlsaft. Klingt komisch, ist aber so. Ich hab. Ben, was? Nachdem ich. Keine Ahnung, gestern habe ich spontan nochmal in meinen Stream reingeguckt. Ich weiß gar nicht mehr warum. Und dann habe ich. Ich habe gerade an die Stelle geschaltet, wo ich gesagt habe, dass du auch nicht frusttolerant bist bei Dodo. Und dann habe ich mir im Eifer der Übermüdung um 11.30 Uhr heute Morgen nochmal unser erstes gemeinsames Dota-Spiel angeguckt. Ja, und? Oh, ist das süß. Gott, ist das so süß, wie ich einfach so gar keinen Peil habe und da so durch die Gegend renne und sage, ach, lolala, ich glaube, ich hit einfach mal durchgehen. Creeps, scheiß auf Last Hits. Und du total begeistert bist von Sniper's Range und so. Also es war echt sehr süß. Ohne Witz. Hallo, der kann, ich habe es gestern wieder im Stream gesehen, der kann außerhalb der Tower Range Tower attacken. What the fuck, Mann? Ja, das ist aber nicht der Einzige. Ich glaube, Drow kann das auch. Das ist doch auch... Finde ich halt Bullshit, tut mir leid. Das ist halt dafür ist er unglaublich fragil. Einmal draufgehauen und er ist weg. Ja, aber die Leute in League sind ja auch fragil und die haben solche Möglichkeiten nicht. Ja, wir wissen jetzt alle, League ist viel besser, aber... League gefällt mir nur besser. Ja, aber du musst dir das mal angucken. Bleiben. Das ist wirklich sehr, sehr niedlich. Ich habe da mehrfach reingeguckt. Ich habe den ganzen Quatsch ja nochmal geschnitten. Ja, vor 4 Jahren. Vor 3,5 Jahren. What? 2016. Echt? Ja. Boah, ich glaube, ich gehe direkt ins Grab heute. Warte, Mausi. Wir haben unser 3-Jähriges verpasst letztes Jahr. Ja, willst doch eh nichts geschenkt haben, ich kenne dich doch.
Moment mal, ich will was geschenkt bekommen, ich will nur nichts zurückgeben. Nee, du willst nichts geschenkt kriegen. Ich liebe Geschenke. Ich will was zum Dreijährigen, Ben. Was Romantisches. Geh mir nicht auf den Keks. Schenk mir ein Spiel. Das würde passen auf einen Skin bei Dota oder sowas. Kauf dir ein Spiel. Oh, ich hab noch schon wieder eine Sequenz. Oh Gott, ein Chain und er ist abgestürzt. Ich hab eine Sequenz Chain mit einem alten Opa. Oh, interessant. Wir hatten das mit einer anderen Sequenz. Wir hatten eine mit Mani. Oh Gott. Lass uns Tor, ich hab eine Sequenz mit Penny. Lumida, kannst du etwas tun? Ihn hat es umgehauen. Ich bin doch Ersthelferin. Komm, Wiederbelebung. Aber Chris, das darf ich jetzt nicht verraten. Was? Alles gut. Nix. Ich hab ihn nie gehört, weil ich vorgelesen habe. Was? Ich darf sagen, nee, alles gut. Moment mal. Wir haben doch Frühling, oder? Ich rede nicht mehr mit dir. Und was hat Chris damit zu tun, Chris? Moment. Warum? Das wird nicht verraten. Was? Ich spiele das nicht weiter, bis ich weiß. Das ist doch Sommer. Warum habe ich denn Sommersaat gemacht, ich Trolle? Oder kann ich die sind Ignoration doch... ist auch eine Methode. Wir haben Frühling immer noch, Chris, oder? Chris weiß es auch nicht. Ich weiß auch von nix. Wir haben Frühling, oder? Hallo? Okay. Hm? Ich bin gerade mit einer Sequenz beschäftigt. Ich bin nur in der Sequenz. Shane, was ist los? Nee, wir haben Sommer, sehr gut. Alles, was du machst, ist in deinem Raum herumlungern und Bier trinken. Aber da erinnere ich mich daran, dass ich mir eine Cola kaufen wollte für ein Cola-Bier heute. Schön, dass ich das nicht gemacht habe. Du würdest es mir eh nicht verstehen. So. Ich sorge mich. Wir müssen doch hier voll pflanzen. Dein Plan? Denkst du nie über die Zukunft nach? Plan? Zukunft. Ja, ich hoffe, mich gibt es nicht lang genug, um meinen Plan zu brauchen. So ungefähr war ein Schwimmer bei mir auch mal. Was? So ungefähr war meine Einstellung auch mal, habe ich gesagt. Soll man so eine Einstellung für sich behalten? So. Ich habe wirklich mit 20 gesagt, ich glaube nicht, dass ich 2050 erlebe. Ach nee, mein 50. Lebensjahr war das, Entschuldigung, also 2040. Das sagen viele, dann wären sie 50. Ich habe immer der festen Überzeugung, dass ich mit 21 sterbe. Ich weiß auch nicht, warum. Ah, hat nicht so gut funktioniert. Nö. Ich bin doch eher mit 27, da wärst du im Club der 27. Lumi, kümmerst du dich um die Tiere heute? Hab ich schon. Aber nicht um die Tierprodukte, oder? Doch. Oh. Okay, dann gibt's wieder neue. Mach das immer alles in einem Rutsch. So, ich habe die Höhlenkarotte gebracht. Ich geh auch mal die Höhlenkarotte bringen, mach mal ein bisschen Quest-Fortschritt. Übrigens würde ich gerne heute ein Pferdchen kriegen, wenn das geht irgendwie. Ja, ich kümmere mich. Jeder will ein Pferdchen. Ja, aber mein Stream heißt, ich will ein Pferd haben. Oh, ich habe noch eine Sequenz. Ach, mit Chain. Das rechtfertigt jetzt, dass du ein Pferdchen kriegst, wenn dein Stream heißt, ich will ein Pferdchen. Hast du deinen Stream nicht so genannt, dann kriegst du wohl kein Pferdchen. Nein, mein Stream heißt Aufwachen mit Bumi oder so. Ja, siehste, kriegst kein Pferdchen. Ich fällt mir gerade ein, mein Fröschlein ist noch gar nicht da. So, Shane. Ach so. Shane kommt hier gerade nach unten gelatscht. Nee, ich habe eine Sequenz mit Jane. Shane! So. Mit Jane. Oh, Gott, von Barzo, guten Morgen. Wann bist denn du ins Bett eigentlich? Du warst ja auch noch ewig beim Dings. Hm? Was? Ich mute euch mal kurz. Ben, kannst du etwas tun? Ihn hat es umgehauen. Oh, sehr gut. Shane, was ist los mit dir? Alles, was du machst, ist in deinem Raum herumlungern und Bier trinken. Du würdest es eh nicht verstehen. Ich sorge mich. Was ist dein Plan? Denkst du nie über die Zukunft nach? Plan? Ich hoffe, mich gibt es nicht lang genug, um einen Plan zu brauchen. Es tut mir leid. So, ich höre euch wieder, hoffentlich.
Willkommen zurück. Ich hör dich. Schon wieder irgendwie nur planlose Sachen. Ich weiß gar nicht, was ich. Ach, ja, weil ich jetzt zu spät bin, ist Mani nicht mehr da. Ach komm schon. Ist wieder 18 Uhr, ey. Hab ich heute richtig viel geschafft? Ja, ich habe heute auch nichts anderes gemacht, außer Mani die Höhlenkarotte zu bringen und. Dazu bin ich da gar nicht gekommen. Mani die Höhlenkarotte zu bringen. Und ich habe die nächste Sequenz. Ich habe heute 3 Sequenzen. Ja, nice. Kann mir dann mal jemand einfach mal eine Axt geben? Ich muss euch wieder muten, ne? Sequenz und so. Naja. Ah, ein weiterer wunderschöner Tag in Pelikan. Meine Freunde. Oh nein, du armes Ding. Dein Flügel ist gebrochen. Ich kümmere mich um dich. Oh, du bist ein wenig anders als der Rest, nicht? Genau wie ich. Keine Angst, ich pflege dich wieder gesund, Kleiner. Alles wird gut. Emily nahm den verletzten Papagei mit sich nach Hause und bandagierte den Flügel. Ach, das. Er ist jetzt in ihrem Zimmer. Als Zeichen ihres Respekts gab sie dem Vogel keinen Namen. Du hast gecheert, Matze, und du stehst bei der Bits-Liste bei ihm ganz oben. Und ich war in dem Stream, nachdem du da warst, scheinbar. Das fand ich irgendwie amüsant, dass die Welt so klein ist. Mir gefällt das nicht, mit dem dauerhaften Chat einblenden. Nee. Dann mach mal wieder weg. Dass er stehen bleibt und nicht verschwindet, oder? Ja, finde ich nicht so cool. Das Pferd ist so geil. Nee, die meisten Zuschauer gucken doch eh nicht auf Vollbild, oder? Wenn sie den Chat aber mich lesen. Stört's. Ich hab's jetzt auf 60 Sekunden. Ich hab's länger gemacht, aber nicht dauerhaft. Ups. Wieso stört's denn dich? Du siehst das doch auch nicht. Weil ich das doof finde, wenn das dauerhaft da im Bild steht. Ach so. So, ich will eigentlich nur Mani die Höhlenkarotte bringen. Moment, die ist aber jetzt nicht mehr da, ne? Also du findest sie im Dings in der Taverne. Ich wollte gerade sagen, ich lauf gerade hin. Geh gerade in die Taverne. Du musst eigentlich mal fertig frühstücken, ey. Oh, ich nehm's, wenn es sein muss. Moment, what? Ich habe die Höhlenkarotte gegeben und die hat die Quest nicht abgeschlossen? Du sollst es ihr hier auch daheim vorbeibringen. Ach. Deswegen sagt sie ja die Uhrzeiten dazu wahrscheinlich. Ach. Wer braucht denn das andere Aquarium? Demetrius soll einen Kugelfisch haben. Haben wir jetzt eigentlich schon ein Schwein? Ja. Oder? Nee, keine Ahnung. Guck mal nach. Ich glaube, ich habe letztens welche gekauft. Ich glaube, wir hatten jetzt von allem was. Echt? Schweine auch? Ziege hat man auf jeden Fall. Lumi, du hast schon seit Anfang an Schweine. Du spielst mit uns. Ja. Ich habe sogar 2 Schweine. Hast du richtig bemerkt? Nee, das ist irgendwas anderes, das ist aber kein Schwein. Das ist ein geschlachtetes Schwein. Da bist du ja, dieses Exemplar sieht perfekt aus. Ich werde es dir einfrieren. Eine Käsepasse bekommen und wir haben was komplett. Speisekammer haben wir komplett. Ja, nice. Hatten die letztes Mal schon komplett? Mhm. Okay. Komm mal zurück und leg mich mal ins Bett und versuche irgendwie fertig zu frühstücken. 22:50 Uhr schon? Moment, du frühstückst jetzt. Das ist ja wohl hoffentlich trotzdem ein Abendbrot essen. Was? Du frühstückst doch jetzt nicht. Also nicht mit Brötchen und süß, oder? Ich frühstücke eh nie süß. Aber tatsächlich esse ich gerade süß, weil ich heute einfach keinen Bock hatte auf ein Brötchen oder ein Brot. Was isst denn du dann, wenn du süß isst? Ich esse gerade ein selbst eingekochtes Traubenmus. Auf, wenn es nicht Brötchen oder Brot ist. Pur. Bäh. Wie so Apfelmus. Pur wie Apfel. Also was isst man doch nicht pur? Du isst auch Apfelmus nicht pur. Natürlich esse ich Apfelmus pur. Wenn ihr was so abholen sollen? Nö. Ja, das brauchen wir von Pferdestall, ne? Ja, ich lege mal meine Axt weg. Dann. Kennst du nicht so. Ich esse auch Babybrei und so Sachen. Eine normale, ne? Mit der. Gib mir mal deine Axt hier in den Dingens. Kann ich ja nicht, die ist ja gerade beim Schmied. Ach so. Ja, ich hab meine Axt jedenfalls reingelegt. Nun, Matze, ich rechne bei niemandem mit einem Sub und bloß weil du Harzer bist, wirst du nicht VIP bei mir. Nee, ich hab dir das tatsächlich schon gegeben.
vor heute Morgen. Du warst aber seitdem nicht mehr hier. Du hast es bekommen, weil ich dank deinem Host von der lieben Ronja habe ich so viele Chatter gehabt oder Abos oder nicht Abos, Follower oder was weiß ich was. Ja, Blumi schläft doch schon lange. Blumi schläft schon. Dass ich mehr VIP-Punkte vergeben kann. Und ich habe so eine kleine Liste, wer schon länger dabei war. Und die abarbeite ich gerade und verteile nach und nach VIPs. Und dadurch habe ich 5 neue VIPs bekommen und dann warst du quasi mit auf der Liste. Die so, abarbeite ich. Genauso wie Schuh. Gewächshaus ist fertig. Ja, das war ja klar. Wer kümmert sich jetzt ums Gewächshaus? Wer kümmert sich jetzt ums Gewächshaus? Derjenige, der sich um die Farm kümmert, also um den Garten. Hey, John! Ich bin hier wohl Premium-VIP. Ich glaube nicht, dass du Premium-VIP bist, John. Da hat Benny geflissentlich weggehört.